Swiss Mountain Holiday Radio. Mit Patrick De Nicola. Jamaika. Der Gordon Summer schläft unruhig, wälzt sich hin und her. Von ganz weit weg hört er eine Melodie. Sie kommt näher. Der Gordon Summer schlägt die Augen auf und setzt sich an den Schreibtisch und fängt an zu schreiben. In einer halben Stunde hat er einen Song geschrieben, der zum Welthit wird. Aber wer ist jetzt der Gordon Summer? Und zu welcher Gruppe hat er gehört? Hypothese Nummer 1. Es liegt auf der Hand, Jamaika, fröhliche Melodien und immer ein Lächeln im Gesicht. Der Gordon Summer ist der Frontmann von dieser Erfolgsgruppe aus den 80ern. UB40. Every breath you take. Der Song «Every Breath You Take» soll die Band 2004 wieder bekannt machen. Er wird zum Soundtrack vom Film 50 First Dates mit dem Adam Sandler und der Drew Barrymore. An den Erfolg aus den 80ern kann aber UB40 nicht mehr anknüpfen. Ihre grössten Hits sind zu dieser Zeit «Red Red Wine», oder I Can't Help Falling In Love With You. Ab 2008 fängt sich die Band nach finanziellen Unstimmigkeiten an auflösen. Auch der Song Every Breath You Take kann das nicht ändern. Hypothese Nummer 2. Gordon Summer, das ist eigentlich der richtige Name von Robert Downey Jr. Und der ist ja eigentlich als jemand ganz anders bekannt. Truth is, I am Iron Man. Der Robert Downey Jr., der Gordon Summer, der Iron Man, da kommt ja niemand mehr draus. Auf jeden Fall, er hat den Song geschrieben. Und da er sein Geld eigentlich als Schauspieler verdient, hat er seinen Song in der bekannten Fernsehserie Ally McBeal präsentiert. Danach hat er nie mehr einen Song geschrieben und sich wieder auf seine Schauspielkarriere konzentriert und ist eben heute eher bekannt als I am Iron Man. Hypothese Nummer 3. Der Gordon Summer ist vielen Leuten eher unter dem Namen Puff Daddy bekannt. Can't 1997 schrieb der Puff Daddy den Song I'll Be Missing You, nachdem der Notorious B.I.G., ein guter Freund von ihm, in Los Angeles ermordet wird. Es ist der traurige Höhepunkt und das Ende der East Coast-West Coast Auseinandersetzung, wo in den 90ern zwischen dem Notorious B.I.G. und dem Tupac Shakur ausgetragen wird. Come on.
if you's a true player. Zusammen mit der Witwe vom Notorious B.I.G., der Faith Evans, nimmt der Puff Daddy den Song auf. Der Song wird zu einem der erfolgreichsten Rap-Songs von allen Zeiten, platziert sich unter anderem in den USA, Deutschland und in der Schweiz auf Platz 1 der Single-Charts. He was just trying to make good music and represent for everybody as a whole, internationally, East, West, Europe, Africa, wherever they was from that wanted to listen to his music and wanted to feel his point of view. He just wanted to accept them and he wanted them to accept him. Wahrscheinlich ist es euch schon aufgefallen, dass der Gordon Sumner keiner von denen ist, die bisher vorgestellt worden sind. Beim Gordon Sumner handelt es sich nämlich um den Sänger und Bassist von der Gruppe The Police, besser bekannt als Sting. ...1982 trennen sich der Sting und seine damalige Frau Frances Tomalty. Seine Gefühle verarbeitet der Sting im Song «Every Breath You Take». Der Song handelt von der zwanghaften Kontrolle und Überwachung vom Partner. Obwohl der Begriff «Stalker» nicht fällt, zeigt der Text die Perspektive und die Besessenheit, die ein Mensch aufbringt, um jemanden zu beobachten und zu verfolgen. Viele Menschen, die den Song hören, interpretieren ihn aber als einen Liebessong. Vor allem der Text lässt sich als Ausdruck von liebevoller Verbundenheit verstehen. Und auch die Musik zwingt dem Hörer kein negatives Bild auf. All das macht «Every Breath You Take» zu einem der missverstandensten Songs von allen Zeiten. Das tut dem Erfolg jedoch keinen Abbruch. Das Lied wird 1983 zum erfolgreichsten Song vom Jahr, gewinnt 2 Grammys und bekommt vom Rolling Stone Magazine den Platz 84 in der Rangliste 500 Greatest Songs of All Time. Für Swiss Mountain Holiday Radio, der Patrick De Nicola.
Everyone